Am 18. November haben wir unsere nächste Auktion Fine Art hier bei uns bei Van Ham im Haus. Dazu möchte ich ein paar Gemälde vorstellen. Diesmal habe ich mir drei Gemälde rausgesucht, die wieder exemplarisch das 19. Jahrhundert und das späte 19. Jahrhundert zeigen. Mein Name ist Stefan Hörter, ich bin Experte hier im Haus für die Gemälde des 19. Jahrhunderts und für die Skulpturen. Und ich habe jetzt auf der einen Seite erst einmal ein ganz klassisches Bild mitgebracht. Das ist der Wilhelm Kuckuck, holländischer Maler aus der großen Familie der Kuckucks. Wir haben wirklich eine sehr schöne, riesige Stadtansicht, repräsentatives Werk, auch noch im originalen Rahmen und in einem wunderbaren Zustand. Wir haben es aus einer privaten Sammlung in Norddeutschland bekommen und dieses Gemälde ist im Endeffekt wirklich im perfekten Zustand. Wir haben es nur einmal reinigen lassen, damit es wieder strahlt und damit einfach wieder die Wärme und der Ausdruck der damaligen Zeit hervorkommt. Und das Schöne ist an dieser Arbeit, man kann genau das Stück erkennen, man weiß auch genau, wo das ist, weil dieser Gebäudekomplex, der hier so ein bisschen im Dunkeln liegt, den hat er in einem Skizzenbuch genau als solchen charakterisiert und auch dargestellt, wo es ist, wer es ist, wessen Garten das ist. Und das hat er einfach auch diesen Gemälde 1:1 übernommen und das Ganze dann ein bisschen ausstaffiert, ausgearbeitet. Großartig auch in der Feinheit der Malerei, die Backsteine minutiös gemalt und in dem Gegensatz zwischen dem warmen Licht dort und dem kalten, harschen Winterlicht in dieser großen Ansicht. Diese kleine Arbeit hier von Isaac Israels ist eine Arbeit, die ungefähr 40, 50 Jahre später entstanden ist. Ab 1902 hat er in Paris gelebt und auch diese Arbeit ist genau in dieser Zeit in Paris entstanden. Zeigt eine kleine, relativ unspektakuläre Familienszene auf den Champs-Élysées, auf der großen Avenue und ist so ein typisches Beispiel einfach für seine Malerei der Städte. Der Städte und der Bürger der Städte. Das Ganze relativ grober, flotter Pinselstrich. Im Gegensatz zu dem eben wunderschönen, minutiös ausgemalten Wilhelm Kuckuck ist das wirklich eine impressionistische, flotte, kräftige Malerei. Und das dritte Bild, was ich dann habe, ist zeitlich genau ähnlich. Wir befinden uns also hier wieder im Jahr 1902, diesmal nicht in Paris oder beim holländischen Impressionismus, sondern beim deutschen Impressionismus mit Karl Hagemeister. Hagemeister ist in Paris gewesen um die Jahrhundertwende und hat dort wurden auch seine Augen geöffnet. Dort ist er auch wieder hingegangen und hat plötzlich festgestellt, die Impression, das Licht, die Beschaffenheit, das ist das, was ihn interessiert. Und sobald er dann im Impressionismus verhaftet war, ist er wieder zurückgegangen in seine Heimat, nach Werder an der Havel, hat sich dort zurückgezogen und hat dann dort in Werder an der Havel die Landschaft in vielen unterschiedlichen kleinen Situationen gemalt, hat immer wieder gleiche Situationen gemalt, unter anderem eben hier, wie auf dem Bild zu sehen, die Seerosen. Erinnert natürlich an Monet. Monet hat die Seerosen gemalt und auch Hagemeister hat solche ganz kleinen, stillen, intimen Szenen in unterschiedlichen Variationen zu unterschiedlichen Lichtverhältnissen gemalt und diese wirklich auch hier diese Arbeit in einem wunderbaren Zustand, auch die haben wir nur einmal reinigen lassen, damit wieder die Farben rauskommen. Ist trotzdem eine sehr pastellige Arbeit, sehr gedeckte Arbeit, aber zeigt einfach eine wunderbare Stimmung. Und das waren jetzt einfach drei Gemälde wieder aus unserer kommenden Auktion. Alte Kunst, Fine Art am 18. November.